Jo Leute, da bin ich persönlich euch im Monsterbund und das ist ein neues Video auf meinem Kanal. Ihr habt bestimmt Fortnite noch nicht ganz eingeschaltet, deswegen wollte ich euch heute ein Shop-Video zeigen. Das ist das erste auf meinem Kanal. Ja, gönnen wir uns erstmal hier alles rein. Also auf dieser Seite haben wir Shop-Video, den war schon letztes Mal drin. Ich finde ihn nicht so krass geil. Also, ist nicht so mein Ding. Schafenfeldwerber. Ich weiß es nicht. Also ich finde den nicht so. Schlichter No-Skin mit Hut auf dem Kopf, also schlichter Ben. Gefällt mir nicht so sehr, aber ja, schon. Baumspalter kann man sich auf jeden Fall gönnen, mache ich jetzt nicht. Ich habe nämlich keine gesagt. Die hasse ich über alles. Ich mag die halt gar nicht mehr. Sie sieht so hässlich aus, dieser Skin. Dann noch aus dem Fuße. Der geht klar, der Tanzmann. Royale Muckis. Ehre. So, auf dieser Seite haben wir einen neuen Skin. Wow. Schöne Sandalen hier. Krass. Ist das eine Eule? Nee. Aber der sieht schon geil aus. Und das Backbling vor allem. Und das leuchtet sogar. Geil, 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 geil. Also der Skin, der hat auch dieses eine vom Liebesschild. Ihr guckt mal auf den Gürtel von dem. Warte, ich zeig euch das mal. Falsch. Hier. Der hat das gleiche wie er. Vielleicht sind die irgendwie Brüder oder sowas. Keine Ahnung, aber der geht schon klar, ne? Also die Pickaxe, die leuchtet auch. Die gefällt mir auch wegen diesem Blitzknall da. Das sieht man ja gerade. Ja, also geht ganz schön klar, meine Freunde. Also der Skin finde ich baba, also sieht geil aus. Und Leute, jetzt gucken wir auch mal in Rettet die Welt rein. Bei den Lamas und bei dem Shop, was es da alles gibt. So. Laden, laden, laden. Hier sind die legendären Trollschatz-Lamas, wie man sieht. Hier nochmal normale Upgrade-Lamas, hier meine Mini-Belohnungs-Lamas und Winterlamas. Ich öffne mal meine Upgrade- und Skin-Lamas. Und ja, das war's eigentlich mit diesem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Willst du mich damit kitzeln? Und ciao.